Liebe Rick Future-Freunde, dieser Podcast könnte euch unter Umständen den Spaß verderben, wenn ihr vor dem Lesen oder Hören des neuen Galen-Romans nichts von der Handlung, Charakteren oder Hintergründen erfahren wollt. Wir können im Folgenden den ein oder anderen Spoiler nicht vermeiden, deswegen soll hiermit ausdrücklich davor gewarnt werden. Wir wünschen allen, die jetzt noch dranbleiben, viel Spaß. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Hallo und herzlich willkommen zum 9. Rick Future Podcast. Mein Name ist Sven Matthias und das sind die Themen. Im Gespräch beantwortet Dane Rahlmeier dieses Mal ganz viele Fragen rund um den Start der Schattenraum-Trilogie. Wir präsentieren euch das erste Mal das musikalische Galen-Thema aus der Feder von Tim Gößler. Und auch dieses Mal wieder dabei die Rickipedia. Dieses Mal geht es um die ominöse Abteilung 17. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei uns ist der Winter wieder zurückgekommen. Wir hatten die Woche schon so schönes Frühlingswetter und man konnte sich schon direkt ein bisschen darauf freuen, dass es nun endlich etwas wärmer und sonniger wird. Aber das war es jetzt auch schon wieder. Heute ist es zumindest ziemlich grau und wir haben uns überlegt, das ist ja genau das richtige Wetter, um es sich mit einem Hörbuch, einem Hörspiel oder einem Buch generell gemütlich zu machen und ein bisschen die Seele baumeln zu lassen und sich auf den Frühling vorzufreuen. Darum beschäftigen wir uns heute nochmal mit dem Start der Schattenraum-Trilogie. Wie viele von euch sicherlich auch schon wissen, ist Galen das Schattenspiel der erste Roman dieser Schattenraum-Trilogie und erscheint demnächst als Taschenbuch, als E-Book und hoffentlich auch als Hörbuch. Dane Rahlmeier beantwortet nochmals ganz viele Fragen rund um den Start der Schattenraum-Trilogie, aber auch rund um seine Arbeit als Autor und was euch innerhalb der Roman-Trilogie so erwarten wird. Die Fragen stellt Tim Gößler. Im Gespräch. Hi Dane. Du bist Romanautor. Erzähl doch mal, was machst du bei deiner Arbeit? Ja, ich schreibe seit ich 14 bin, damals noch mühsam auf der Schreibmaschine, die zum Glück so eine Löschfunktion hatte. Ansonsten wäre ich mit Tippex ewig zugange gewesen. Mit 21 wurde ich dann das erste Mal fürs Schreiben tatsächlich bezahlt. Da habe ich von meiner Heimatstadt Salzgitter ein Stipendium für junge Künstler bekommen. Das hat mich natürlich beflügelt, in der Richtung weiterzuarbeiten. Ursprünglich habe ich angefangen mit Romanen und gegen 2003 kamen dann die ersten Hörspielskripte und Drehbücher dazu. Da habe ich mich dann erstmal hauptsächlich drauf konzentriert. Meinen letzten großen oder größeren Roman, das ist Der Schatz der gläsernen Wächter. Den habe ich 2008 geschrieben. Das ist also schon ein bisschen her und ich habe auch ein ganz kleines bisschen befürchtet, es dauert eine Weile, bis ich mich wieder in so ein größeres Projekt reingefunden habe. Aber das war dann so ein bisschen wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht so schnell, wie ich festgestellt habe. Dementsprechend kam ich beim Schreiben von der Schattenraum-Trilogie sehr schnell voran und es hat auch riesigen Spaß gemacht. Welche Unterschiede gibt es zwischen der Arbeit an einem Roman und einem Hörspielskript? Einer der Hauptunterschiede ist, dass das Hörspielskript noch nicht das fertige Produkt ist. Das Hörspielskript ist nicht das Hörspiel, das ihr dann später hört. Es ist mehr so eine Bauanleitung für das Hörspiel und vom Format her mitunter recht technisch. Ich kann nicht schreiben, Galen rannte atemlos die Treppe hinab, Laser blitzten hinter ihm auf, sondern ich schreibe Galen in groß, Klammer auf, atmet wild, Klammer zu und dann als Angabe schnelle Schritte auf der Treppe, Laserblitzen. Das liest sich natürlich nicht ganz so lyrisch. Die Geschichte wird auch so weit wie möglich durch die Dialoge, ein bisschen Erzähler, aber ganz besonders natürlich die Geräusche erzählt, auch durch die Musik. Ein Hörspielskript ist ein Skript für andere, die das dann zu einem fertigen Hörspiel machen, für die Sprecher, den Musiker, für den Produzenten. Beim Roman ist es wiederum so, das Romanskript ist mehr oder weniger das Buch, das man später in Händen hält. Also zumindest was den Inhalt angeht. Es ändert sich natürlich das Layout, es gibt dann später ein Cover und so weiter und so fort. Aber das, was man liest, das weicht nicht so sehr von der letzten Textfassung ab, die der Lektor am Ende korrigiert hat. Darüber hinaus, über das Technische hinaus, hat man im Roman natürlich tausendfach mehr Möglichkeiten von sinnlichen Beschreibungen, von Details, auf die man eingehen kann, vom Spiel mit den Zeiten, mit der Gegenwart, mit der Zukunft, all solche Sachen. Und ganz besonders natürlich die individuelle Wahrnehmung der Charaktere. Beides hat seine Reize. Und es macht mir auch viel Spaß, mich in beiden Medien auszutoben. Wann kam die Idee auf, einen Roman im Rick Future-Universum zu schreiben?
Die Idee kam ungefähr zur Veröffentlichung von der ersten Second Edition von Planet der Träumer. Da haben Sven und ich das erste Mal ernsthaft drüber gesprochen, das RF-Universum auch auf andere Medien auszudehnen, jenseits des Hörspiels. Und wir hatten damals zwei konkrete Projekte im Auge, aber beide grundverschieden. Das eine davon ist natürlich die Schattenraum-Trilogie. Und wir waren immer am Rätseln, was bringen wir zuerst raus? Was kündigen wir zuerst an? Und als dann die Folge 18, die Schattenhelix, in Aussicht war, haben wir dann gesagt, alles klar, dann nehmen wir die Schattenraum-Trilogie zuerst als Roman, weil es einfach auch vom Timing her am besten passte. Und wie ist das Buch entstanden? Könntest du uns einen kurzen Abriss geben von der ersten Idee bis zur fertigen Fassung? Ursprünglich war da nur die Idee, dass wir erstmal Garlins Hintergrund in einer großen Hörspieltrilogie erzählen, innerhalb der Hauptserie, dass wir zum ersten Mal erfahren, wer er eigentlich ist, wer sein Volk ist, wo er herstammt, dass wir auch mit auf seine Vergangenheit mit Vargo, auf seine Vergangenheit als Raumpirat ein bisschen mehr eingehen. Aber das Problem in Anführungszeichen war, dass während der Planung an der Garlin-Trilogie habe ich ganz, ganz schnell festgestellt, dass sein Hintergrund unglaublich viel Raum, Schattenraum, für weitere Geschichten hergibt. Nur wäre es sehr problematisch gewesen, diese Geschichten in der Hauptserie unterzukriegen. Immerhin heißt die Serie Rick Future und nicht Garlin. Und eine weitere Hörspielserie, in der das erzählt wird, das hätte Sven, glaube ich, zeitlich völlig überfordert. Da sind ja immerhin noch die Second Editions, Ascendant Mars, nicht zu vergessen, Rick Future Staffel 4. Dann war natürlich klar, dass ist ein perfekter Kandidat dafür, das in Romanform zu erzählen. Was ich machen wollte, ist ganz von Anfang an im ersten Buch direkt an die Ereignisse aus der Schattenhelix anzuknüpfen. Das heißt, wir finden Garlin am Anfang des Buches genau da, wieder wo wir ihn verlassen haben, nämlich auf der Raumstation im Brakteisystem, wo er versucht, sich mit seinem Geschick beim Zylit-Poker durchzuspielen. Ja, wie Garlin so ist, gerät er natürlich dabei ziemlich schnell in Schwierigkeiten. Das war von Anfang an die Grundidee für den Anfang des Romans. Die andere Grundidee war, dass Garlin zurück nach Viridis fliegt, um nochmal mit dem Geist des Meeres zu sprechen, nachdem er jetzt neue Informationen über sein Volk hat, über seine Vergangenheit, über die Schattenhelix. Die Reise nach Viridis und was er dabei erlebt und was er auch auf Viridis erlebt, das sollte von Anfang an den Kern des ersten Buches bilden. Sven und ich, wir haben viel telefoniert, wen Garlin denn noch treffen soll auf der Reise, welche bekannten Welten vom RF-Universum er bereisen kann. Und wir haben auch viel über neue Charaktere gesprochen. Einer davon ist Kirai. Das ist das Mädel, das einige von euch vom Cover von Das Schattenspiel kennen, das Colin Winkler gezeichnet hat. Aber wer sie ist und in welcher Beziehung sie zu Garlin steht, das wird natürlich hier noch nicht verraten. Bei jedem Roman fange ich mit einer groben Skizze der Handlung an. Die hatte ich ja jetzt. Garlin ist auf der Raumstation und will zurück nach Viridis. Und das reicht natürlich noch nicht für einen Roman. Dann geht es weiter mit Skizzen, wie Garlin trifft den und den. Garlin fliegt nach so und so. Das und das passiert ganz kurz und ganz knapp und dabei geht's eigentlich nur um die logische Abfolge der Szenen, das A nach B nach C der Geschichte und wie sich die Charaktere dabei entwickeln. Wenn das geschehen ist, wenn ich in Skizzenform genau weiß, was passieren wird, was der Handlungsbogen ist, dann gehe ich nochmal an den Anfang des Ganzen zurück und mache aus diesen einzelnen Skizzen eine sogenannte Outline. Das ist ein sehr viel detaillierterer Text, auch diesmal ein richtiger Fließtext, nicht einfach nur einzelne knappe Sätze. Und darin sind auch schon die Beschreibungen drin, es sind Dialogskizzen drin. Das Ganze ist quasi eine Kurzfassung des Buches, sogar schon, also bei mir zumindest, unterteilt in einzelne Kapitel, dass ich zum Beispiel genau weiß, wann ich den nächsten fiesen Cliffhanger platzieren kann. Und als das geschehen war, habe ich erstmal tief Luft geholt und dann mit dem Buch angefangen. Dabei ist das Gute natürlich gewesen, dass ich mit der Outline einen Masterplan hatte. Das mache ich, wie gesagt, immer beim Schreiben. Wenn ich zwischendurch mal nicht weiterkomme, dann liegt das nicht daran, dass ich keine Ahnung habe, oh Gott, wie soll es jetzt weitergehen? Was könnte passieren? Sondern das weiß ich dann alles ganz genau. Es ist schwarz auf weiß vor meinen Augen. Und das ist für jene Tage ganz gut, an denen man sich nicht unbedingt sonderlich inspiriert fühlt. Das hilft einem dann, weiter im Fluss zu bleiben und weiterzuschreiben, was ganz wichtig ist, dass man eine gewisse Schreibdisziplin hat und auch einen Schreibrhythmus. Und der ist dadurch dann ganz gut gegeben. Manchmal ist es auch so, dass man sich beim Schreiben an gewissen Szenen aufhält oder Beschreibungen und dann verliert man den Blick für das große Ganze, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und auch hier hilft die Outline natürlich gewaltig weiter. Bei mir ist es ganz oft so, dass sich zwar Kleinigkeiten in der Handlung ändern, dass das große Ganze der Geschichte aber der Outline folgt. Deswegen ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass man sich vorher so viel Arbeit wie möglich
mit der Outline macht, dass man genau weiß, aha, das und das hat dann und dann zu passieren, so und so ist die Charakterentwicklung. Richtig mit dem Roman angefangen habe ich kurz nach Nikolaus 2012, kurz nach der Premiere von der Schattenhelix. Und knapp 2 Monate später war ich dann fertig mit dem ersten Entwurf. Das ist ziemlich schnell, wenn man bedenkt, dass es nicht unbedingt ein schmales Büchlein ist. Aber das lag natürlich einmal an der Outline, daran, dass ich mit Galin als Charakter sehr viel Spaß habe. Und natürlich auch, dass ich kaum erwarten konnte, das Buch eines Tages in Händen zu halten. Und wie viel hat sich an der ursprünglichen Idee geändert? Eigentlich relativ wenig. Allerdings wurde gegen Ende von Buch 1 quasi auf den letzten Drücker noch ein Element eingeführt, das in Buch 2 unglaublich wichtig wird. Und dadurch habe ich dann versucht, die Verbindung zwischen den beiden Büchern noch mehr zu stärken. Aber wie das ist mit Spoilern, kann ich hier natürlich noch nicht zu viel verraten. Nur, dass es eine sehr gute Änderung war. Eine von der Art, wo ich mich hinterher frage, ach, warum ist dir das nicht früher eingefallen? Ist doch klar. Wie ist denn der Stand der Dinge beim Roman? Das Buch ist von meiner Seite aus fertig. Der Text wird jetzt gerade lektoriert, das heißt nach Logikfehlern, Grammatikfehlern und Rechtschreibfehlern abgeklopft und die von mir sehr gerne gemachten Kommafehler. Anschließend geht es dann ans Layout der Taschenbuchausgabe und auch das Formatieren der E-Book-Ausgabe. Beide unterscheiden sich natürlich stark, liegt in der Natur der Dinge. Und dann, ja, dann kommt es hoffentlich bald raus. Das ist eine Zeit, die ist jetzt nur noch toi 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 nach ein paar Wochen bemessen. Was waren die besonderen Herausforderungen beim Schreiben? Die größte Herausforderung war es, alle wichtigen Infos über Galin in das Buch einzubauen, damit auch Nichtkenner von Rick Future der Handlung folgen konnten. Das war auch ziemlich schwer, denn das Problem ist, die Leute, die schon wissen, wer Galin ist, wollen ja nicht gelangweilt werden durch Infos, die sie schon kennen. Und das Galin ist auch, der hat auch schon einiges erlebt, der hat einiges hinter sich. Es sind also nicht wenig Infos, die man einem neuen Leser geben muss. Und das Ganze organisch in die Handlung einfließen zu lassen, war, wie gesagt, nicht unbedingt leicht. Was hat denn besonders Spaß gemacht beim Schreiben? Ja, davon abgesehen, dass es immer Spaß macht, mit Galin zu arbeiten, hatte ich ganz besonders großes Vergnügen daran, gewisse Erlebnisse aus seiner Vergangenheit nochmal quasi mit neuen Augen zu betrachten. Besonders natürlich seine Beziehung zu Vago. Vago ist zwar tot, Achtung Spoiler, der spielt aber immer noch eine wichtige Rolle für Galin. Und ich habe gemerkt, dass es hierbei auch Nährboden für 1000 Geschichten gibt. Kannst du uns mehr über die Gastauftritte von anderen bekannten Figuren sagen? Einige Charaktere, die wir kennen, kommen nur in Rückblenden oder Träumen oder Erinnerungen vor. Was die anderen Gastauftritte angeht, möchte ich natürlich nicht zu viel verraten. Das ist ja ein besonderer Reiz, denke ich mal, die zu raten, wer kommt jetzt als nächstes, wer könnte kommen. Oder gewisse Charaktere werden auch nur grob umschrieben und der Leser kann dann, der Rick Future kennt, kann dann überlegen, ah, ist es der, ist es der. Ein gewisser maskentragender Despot kommt im Buch vor. Wenn auch nur kurz, aber seine Präsenz ist die ganze Zeit fühlbar. Und auch die eine oder andere Figur aus dem Galin-Dreiteiler aus der Hörspielserie. Aber wer und wann die kommen, das möchte ich natürlich noch nicht verraten. Ist der erste Roman in sich abgeschlossen? Ja, ist er. Und das war mir auch sehr wichtig, dass man am Ende nicht das Gefühl hat, man hat nur ein Bruchstück der Handlung in Händen ohne einen wirklichen Höhepunkt. Allerdings ist am Ende des Buches klar, dass es weitergeht, dass eine neue Reise bevorsteht. Und es ist auch schon ziemlich klar, wohin die Reise gehen wird. Gleiches wird dann in Buch 2 auch zutreffen. Die Handlung wird in sich abgeschlossen sein, aber zu einem großen Ganzen gehören. Wann wird denn die Arbeit am zweiten Galin-Roman beginnen? Nach der aktuellen Planung, sobald die Arbeit an den Second Editions-Skripten abgeschlossen ist und auch die Aszendent Mars-Skripte wenigstens zur Hälfte fertig sind. Und was ist mit weiteren Romanen im Rick Future-Universum? Also wenn es nach mir ginge, ist die Schattenraum-Trilogie nur der Anfang. Das Rick Future-Universum ist ich habe es schon vorher 1000 Mal gesagt, das ist ein toller Spielplatz und ich habe mich noch lange nicht ausgetobt. Ich kann mir gut vorstellen, dass jedes Jahr, dass ich 2 oder 3 Romane dafür schreibe. Lust habe ich auf jeden Fall und die Möglichkeiten sind unendlich. Ja, dann danke ich dir für das Interview, Dane. Gern geschehen. Das war im Gespräch, die Fragen stellte Tim Gößler. Tim Gößler macht ja innerhalb unseres Produktionsteams noch viel, viel mehr. Wie ihr wisst, ist er verantwortlich für die Musik von Ascendant Mars
und auch von Galen, das Schattenspiel, beziehungsweise der begleitenden Hörbuchversion. Wir möchten euch heute das musikalische Thema von Galen präsentieren und darauf freuen wir uns wirklich sehr. Wir haben uns viele Gedanken dazu gemacht, vor allen Dingen Tim hat sich viele Gedanken dazu gemacht und wir wollten das piratige Element, das Galens Charakter natürlich ausmacht, transportieren, aber auch das Gefühl bewahren von Space Opera. Wir befinden uns im Rick-Future-Universum und das ist ein recht abenteuerlicher Platz. Deswegen, ohne große weitere Vorworte, wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem musikalischen Thema zu Galen. Das war das musikalische Thema zu Galen, das Schattenspiel. Wir haben übrigens innerhalb des Romans auch ein neues Glossar hinzugefügt. In diesem Glossar findet ihr unglaublich viele Einträge rund um das Rick Future-Universum, mit dem wir gerade Neueinsteigern, die jetzt Rick Future selber noch nicht kennen und über Galen zu Rick Future stoßen, ein bisschen den Einstieg in das Rick Future-Universum erleichtern wollen. Darüber hinaus erscheint morgen am Sonntag die erste Hörprobe des Romans. Wir lesen einen Auszug des ersten Kapitels und ihr könnt euch damit auch schon mal einen kleinen Eindruck davon machen, was euch mit der geplanten Hörbuchversion erwarten wird. Dazu gibt es natürlich auch viel neue Musik von Tim Gößler. Future. Und auch dieses Mal gibt es wieder einen neuen Eintrag in unserer Wikipedia. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der ominösen Abteilung 17. Die Wikipedia. Abteilung 17. Das Universum, so besagt ein altes golvonisches Sprichwort, ist nicht nur unendlich, sondern auch unendlich bizarr. Trotz Hochtechnologie und Jahrtausende währender Forschung gibt es in den Weiten des Alls immer noch eine Vielzahl von Phänomenen, die sich jeglicher rationaler Erklärung entziehen. Und nicht wenige davon stellen eine potenzielle Bedrohung für die Stabilität der Galaxis dar. Um dieser Bedrohung entgegenzutreten, hat der Intergalaktische Sicherheitsdienst Abteilung 17 ins Leben gerufen, auch bekannt als die Phantombrigade. Abteilung 17 besteht zum größten Teil aus psi-fähigen Individuen aus der gesamten Galaxis. Telepathen, Telekineten, Präkognitive, Technoempathen und andere mit ganz eigenen, oft einmaligen Talenten und Wahrnehmungen. In ihren Zuständigkeitsbereich fällt die Aufklärung und wenn nötig Bekämpfung scheinbar übernatürlicher oder psi-bezogener Phänomene, wie beispielsweise die Flotte von Geisterschiffen, die regelmäßig Sektor 31 heimsucht, oder die Raumstation Udrikor 3, auf der angeblich die Seelen verstorbener Soldaten aus dem Korion-Krieg ihr Unwesen treiben. Außerdem überwacht die Phantombrigade nach gewissen Vorkommnissen im Terminus-Quadranten im Jahr 2385 die Aktivitäten der pangalaktischen Sekte der Orden der Grauen Flamme, die bereits mehrfach versucht hat, mit der transdimensionalen Wesenheit namens Kahadra Kontakt aufzunehmen, deren Fähigkeiten sich auch mit den exotischsten Quantentheorien nicht erklären lassen. Aber auch Psi-Spionage und Gegenspionage fällt in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung und sie konnte bereits eine Vielzahl politischer Attentate und feindlicher Infiltrationen abwenden. Doch trotz dieser und vieler anderer Erfolge wird die Phantombrigade innerhalb des Intergalaktischen Sicherheitsdienstes von vielen misstrauisch beäugt. Telepathen, Empathen und andere Sensitive sind tagtäglich psychischem Stress ausgesetzt, der sie emotional und geistig stark beansprucht,
wodurch sie oft als labil oder gar wahnsinnig verschrien werden. Nicht wenige werfen der Abteilung auch vor, unnötig das Budget des Sicherheitsdienstes mit der Jagd auf Hirngespinste zu verschwenden, in einer Zeit, in der der Sicherheitsdienst mehr und mehr an Bedeutung verliert. Und natürlich rufen ihre Fähigkeiten bei vielen auch Widerwillen und Angst hervor. Dennoch besitzt Abteilung 17 innerhalb des Sicherheitsdienstes einige einflussreiche Förderer, wie beispielsweise Captain Huggins. Sie sind überzeugt, dass die Phantombrigade die einzige Verteidigungsmaßnahme gegen Mächte ist, die sich die meisten nicht einmal im Ansatz vorstellen können. Und das war's auch schon wieder mit dem Rick Future Podcast. Das nächste Mal in Ausgabe 10 geht es um Rick Future 3, der Second Edition mit dem Titel Die vergessenen Krieger. Bis dahin viel Spaß mit Rick Future und natürlich der in Kürze erscheinenden Leseprobe zu Galen, das Schattenspiel. Mein Name ist Sven Matthias. Bis bald.